Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Unaufhaltsame Untote, oder genauer gesagt hier um den Beobachter, welcher sich im Gebiet Argus befindet, und zwar bei etwa 51-41 im Teilgebiet die Antorische Ödnis. Und ja, das Team der Gegend zu besiegen sieht die Folge aus: Wir nehmen hier das infizierte Eichhörnchen mit Stampede, tollwütiger Schlag und Leichenexplosion, dann den geisthaften Schädel mit Schattenschlag, geisthafter Biss und Lebensentzug und zum Schluss noch den Düsterling mit Schattenschock, Tod und Verfall und Phasenverschiebung. Normalerweise ist es so, dass man den Gegner eigentlich mit den ersten zwei Pads besiegen kann, aber halt einfach zur Sicherheit nimmt man am besten noch irgendein Pad mit, das halt einfach ein wenig austeilen kann. Und ja, den Düsterling habe ich auch schon das eine oder andere Mal verwendet, deshalb kommt es jetzt auch in dieses Team hinein. Ja, zu Beginn einfach gleich einmal hier den tollwütigen Schlag einsetzen. Leider werden wir hier getötet von der Kanone, beleben uns natürlich wieder, weil wir ein untotes Pad sind. Und danach die Leichenexplosion. Dann wechseln wir auf den geisterhaften Schädel. Hier zu Beginn gleich einmal den Schattenschlag raushauen. Und danach den geisterhaften Biss, damit halt einfach hier noch dieser Tollwut-Buff sozusagen noch ausgenutzt werden kann. Danach müssen wir leider einmal passen, weil wir betäubt sind. Normalerweise sollte es auch nicht passieren, dass dann der geisthafte Schädel an dieser Stelle gestorben wäre. Wäre jetzt nicht unbedingt tragisch, man hätte sowieso noch etwas im Hintergrund, aber sollte normalerweise eben nicht passieren. Danach halt einfach den Schattenschlag noch einsetzen. Und dann an dieser Stelle sollte eigentlich Beobachter sterben. Wenn es noch nicht der Fall gewesen wäre, hätte man ja noch die Untotenphase noch mitnehmen können, da halt dann nochmals Schattenschlag einsetzen und dann sollte sicher einmal der Beobachter dann im Dreck liegen. Aber eben, wie gesagt, man hätte ja noch das dritte Pad im Hintergrund, um den Gegner noch besiegen zu können, falls es etwas ja, schief laufen würde. Aber ansonsten sollte es eigentlich möglich sein, den Gegner mit den ersten zwei Pads besiegen zu können. Ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.